Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir alle restlichen Meister noch abgeschlossen und haben 100 Damage Prozent freigeschaltet. Und ja, ich habe mal hier was geändert, und zwar habe ich Spitznamenarbeiten so gemacht. Hat sich so, wie ich das jetzt gemacht habe, gut gelohnt. Ich bin ein ultimativer Super Saiyajin, Super Saiyajin Gott, so in Dragon Ball Super Style. Wollte mich als Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin Ultimativer irgendwie so nennen, aber dann bin ich da so bei dem geblieben. Ja, Son Goku macht so eine komische Pose, Cell ist in der Mitte, Fabulous Intention an Shippuden, denkt sich nur, ah! Und ja, irgendwas passiert, glaube ich, in der Soldatenakademie. Wir werden heute 3 Parallelquests machen. Ja, wir machen 3 Stück, egal wie lange das dauert. Und ja, ich habe eine Meldung bekommen, dass irgendwann in der Soldatenakademie passiert, und deswegen gehen wir dann dahin. Das war mir aufgetaucht. Ich habe Cell als Meister ausgewählt, weil jetzt können wir uns das ja aussuchen. Jetzt müssen wir ja niemanden hochtrainieren. Ja, ich kann jetzt jeden in Parallelquest mitnehmen, wenn ich will. Und ja, Son Goku und Vegeta. Hey Vegeta, ich weiß gar nicht, dass du in Canton City bist. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du hier bist? Du hättest wirklich was sagen können. Ganz schön gefühlskalt. Warum hätte ich dir einen Bescheid sagen sollen? Weil du vielleicht niemanden sonst zum Reden hast. Wenn du nicht benimmst, kriegen wir Probleme beim Training. Hey, ich muss mich nicht mit dir trainieren. Ich habe hier jemand viel besseren. Was? Auf keinen Fall. Vegeta unterrichtet dich auch? Was? Warte mal, du wirst auch von Kakao trainiert? Ich dachte mir schon, dass du stärker geworden bist. Ha, das ist wirklich großartig. Worüber freust du dich so? Du fühlst dich aus wie ein verdammtes Kind. Werd mal erwachsen. Jetzt komm schon. Wer will sich nicht freuen, mitzuerleben, wie sein Schüler sich entwickelt? Vegeta, du zeigst gerade nur nicht, wie du dich freust, oder? Das geht dich überhaupt nicht an. Und jetzt hör auf zu grinsen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie stark du geworden bist. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie stärker du wirst. Also, du bist ein Krieger, den Kakaot und ich trainiert haben. Ein Lia wird nicht geduldet, verstanden? Ich bekomme nichts. Und sagt mir wieder, ja, gute Arbeit und so. Ne? Wenn es auf weiß bei deinen Ausbilder, ja, um noch stärker zu werden. Sagst du irgendwas von Bedeutung? Nee. Sagst irgendwie gar nichts von Bedeutung, habe ich das Gefühl. Ich habe Broly irgendwie noch nicht gesehen. Aber Broly wird wahrscheinlich nicht mit irgendjemandem vernünftig reden. So. Ich habe gesagt, wir machen 3 Parallelquests heute. Egal wie lange das dauert. Und ja, in der nächsten Folge machen wir mal Expertenquest da. Hab schon mal nach, gegen wen wir da kämpfen, aber ich habe das schon wieder vergessen, glaube ich. Und ja, ich habe es vergessen, meine ich. Wir sagen, wir machen hier die Mission von Super C17. Ja, der ultimative Cyborg. Ich habe meine Seele von Son Goku ausgerüstet, die mich heilt, wenn ich Gegner erledige. Voll heilt, so wie ich das mitbekommen habe. Da bin ich mal gespannt drauf. So, wir nehmen mal Super Saiyan wir Son Goku mit und Pan. Einfach nur, weil es passt. Ich hätte vielleicht Cell mitnehmen sollen. Weil der ist der perfekte Cyborg. Ah, so ist. Ja, wenn euch der Part nicht gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir mal hier rein und machen den platt. Weiß mal, machen wir Nappa Platz, wie es aussieht. Will ich mal sehen, ob mich teilt. Weil dann wäre es praktisch. Puff. Ja. Ich hab Super Kamehameha und Blaster kann ausgerüstet. Weil das sind gute Angriffe. Der Angriff die ganze Zeit, das ist sowas von unfair ein bisschen. Naja, willst du ja gegen zweifachen Super Saiyajin machen, aber willst du noch nicht mal Super Saiyajin 0 werden, weil du keine Haare hast. Boah. Das ist ja gegeben, weil... Ich habe schon gemerkt, dass wir mehrere Gegner kämpfen. Deswegen habe ich mal hier super ausgerüstet. Okay. Ich muss meine Key wieder auffüllen, das wäre ein bisschen doof. Oh, geh weg. Pff, der fliegt wieder da rein. Ja.
Ich habe mich langsam zu Wann trifft er mich mit diesem blöden Angriff? Alter! Naja, puff. Ja, Maki tut sich auch für den verdammten Rex, ist auch voll kacke. Ich meine, Gesundheitsstand oder? Komm her, puff, puff. Mach mal den hier, puff, puff, weil ich damit ja nie verfehle anscheinend. Ja, jeder einzelne trifft davon, das finde ich voll unfair. Oh, dieser Pisser, ne? Ich habe gerade die Abwehr abgebrochen, ne? Weil ich sollte mich hier eigentlich nicht so blöd anstellen, ne? Was mache ich gerade? Boah, boah, boah. Nein! Oh. Oh. Sehe ich wieder hier richtig geil an. Doof, doof. Doof, 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 doof. Ja, den tut sich noch auf, finde ich voll kacke. Aufladen kann ich mich später. Ach ja, die in der Cyborg Super C17 Saga ist ja die ganze Bande aus der Hölle. Ja, Super Strom Schlag. Naja. Ich bin voll unfair. Hey, Zell, du bist doch mal ein Meister. Oh, oh, oh. Nein, falscher Angriff. Naja, oh, das ist keine Ausdauer. Das ist aber schade. Ach, das ist ein anderer Dings, genau. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Wie viele kommen denn noch? Ach, ihr seid aber, seid ihr nicht alle aufgetaucht? Ich weiß gar nicht. Cooler ist wiederkommen, das weiß ich. Ich glaube sogar in seine finalen Form. Boah. Jedes Mal jetzt, ne? Wenn ich eine Ultimate einsetze. Weil ich über Saiyajin sind Krieger ausgerüstet. Ja, danke. Weit nicht so schnell. Naja. Wenn ich dich damit treffe, kotzt mich an. Extra so. Ich will heute 3 schaffen, ne? Und ich komme ja nicht voran. Gibt's doch nicht. Das ist alles? Irgendwie keine Bemerkung irgendwie, dass der so aussieht wie Son Goku? Okay. Ja, komm her. Super Strom. Schlag. Noch Mann. Wie so ein Goku. Warte, jetzt geht's auch besser. Dreh dich langsam zu dir um, oder? Nein. Was sagt? Boah. Müsst ihr das jetzt jedes Mal machen, wenn ich ein Ultimate mache? Da wird langsam nervig. Bin langsam ein bisschen unfair, die Computer gegen halt immer machen. Bis gleich. Gleich. Oh. Das ist ja die letzten Gegner hier sein. Hör auf mich zu verarschen. Ich will eigentlich keine Dings einsetzen, Mann. Hör auf damit. Naja. Mach ich eben den hier angefähr, mit dem ich die ganze Zeit treffe. Nicht zwar voll unfair, aber was soll's. Ich nur damit treffen kann anscheinend.
Das ist auch voll unfair, vor allem ich greife damit voll langsam an, ne? Boah. Leute, lass mich doch erstmal hier wiederbeleben, ja. Oh, C17, hi. Muss mir sagen, dass du jetzt auf einmal genauso stark bist wie auf. Oh ja. Und haut ab. Hey. Hier geblieben, aber warte. Gut, genauso will ich das. Oh. Eine blöde Super Seele, die ich da gesammelt habe. War das? Ist da noch jemand? So, gut, Energiekapsel. So. Jetzt weiter. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Ich muss mal in die Beschreibung gleich gucken von der Super Seele. Ich meine, die sagte, man wird geheilt. Weg mit dem Angriff. Hey. Was bist du denn eigentlich? So geht der Angriff übrigens. Naja. Und was sagt Buff? Buff. Angriff ist so unfair, ne? Buff, Buff, Buff. Doch. Und jetzt steht er auf. Muss eigentlich einer von euch so einen Mantel anhaben. Ich bin nicht schon wieder. Hey, ich dachte, wir würden damit ein bisschen eher treffen. Ein bisschen öfter. Bah. Wenn die Gegner hat einsetzen, die drehen sich immer im letzten Moment zu mir. Schon wieder vierfache Kajoten kam ja mehr aus, ist mal was. Ey, das ist unfair. Nein, boah. Warte mal aufhören mit den Abwehrbrechern die ganze Zeit. Halt den mal jemand auf. Ich sage, der die ganze Zeit auf mich losgeht. Ja, Abwehrbrecher. So, hier, kann man ja. Boah. Komm wieder? Ehrlich? Was soll der Scheiß? Hör auf damit. Oh. Was ist das? Danke. Ich nicht, wenn ich damit treffe. Tut halt viel abziehen. Weil ich doch ja bei meinem Vierfacher kam ja mehr. War voll billig der Angriff, aber der ist wesentlich schnell. Damit treffe ich wesentlich was. Damit kann ich schon wieder nichts anfangen. Ja. Warum einfach Super 17? Warte, ich habe ihn noch getroffen. Ja, ja. Mein Gott. Wir haben schon so viel Zeit verballert? Ich habe nur 5 Minuten. Super Stromschlag. Oh, sehr gut. Ich will jetzt eine Ultimate einsetzen. Hier, das ist eine Ultimate. Oh Mann. Er ist einfach weggeflogen. Jetzt bist du nicht so eine Herausforderung. Pan macht ihn einfach mit dem vollen Basic-Angriff hier kaputt. So, jetzt kämpfen wir auf diesen Fels-Dingen.
die Steine irgendwie Kilometer lang sind. Warum auch nicht? Wenn ich noch gegen einen Gegner kämpfe, ist nicht schlimm. Komm her. Zipfelmützenmann, was? Noch jetzt auf dem Namen. Und da kommt mal jemand. Son Goku, ich hab dich. Hab dich schon als Begleitung. Ich glaube, die haben noch gar nicht richtig gegeneinander gekämpft, ne? Ich glaube, Son Goku hat irgendwie nur so einen Angriff gemacht und dann war er weg. Was? Ich geh rein. Pass ihn rüber zu mir. Puff. Noch Mann. Puff. Und dann habe ich ihn damit. Damit treffe ich natürlich immer. Schätze, was kann er mehr aus. Okay. Aber keine Ultimative mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Ha. Und Mega 17. Und Mega Son Goku. Boah, ich bin in die Pubertät gelandet. Er hat noch voll abgerufen. Das ist Wagen. Nicht wie man eine Lady behandelt. Mit dem Angriff triffst du echt nichts. Der lässt sich voll auf Abwehr brechen, kann das sein? So, jetzt wollte ich schon sagen, haben wir voll auf den und aufhauen. Wurf, 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 geh aus dem Weg, Stein. Pfeiler, warum kommst du mir immer im Weg? Hat schon wieder ein Abwehrdurchbruch. Wow, das war einfach. Wow, geil. Ultimativer Cyborg. Übersetzung Kleidung. Keine Attacke. Dabei waren zwei da, die man sich holen konnte. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich von dieser Key-Aufladung halten soll. Da gucken wir jetzt mal nach. So, zeig mal. Stellt Gesundheit komplett wieder. Ja, ja. Pff. My ass. Wo sind Surgeons? Dingens. Ja, da werde ich ein bisschen brauchen. Stellt Kobe alle Gesundheit aller Gefährten wieder her. Stellt Krieg aller Gefährten komplett wieder. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Gibt es irgendwas, was mich heilt, wenn meine Leute hier sterben? Eigentlich auch nicht schlecht. Stellt alle Angriffe gegen Gegner desselben Geschlechts, schwächt alle Angriffe gegen nicht gleichgeschlechtliche Gegner. Ja, wisst ihr was, wir kämpfen oft gegen Männer, also warum nicht? Die Teufelsdrachen, ja, sind die männlich? Stellten jetzt Männer. GT, Vegetas Jacke. Diese Porno-Klamotten, die der anhatte. Ja gut, die holen wir uns auch noch. Danach noch was. Soll alles in diesem Partner kommen. So, zeig mal, Super 17. Der ist nicht hier, der ist wahrscheinlich. Ich habe keine Lücke gesehen, also muss er hier sein. Also doch. Ha. Lieblingskleidung. Wie groß ist? Warum ist der so riesig, ey? Ja, wir kämpfen gegen die Teufelsdrachen. Gegen wen? Wen nehmen wir denn da mit? Wen wohl? Natürlich Vegeto. Verdammt, hätte ich mal Dings schon mit DLC, aber ist noch nicht draußen, ne? Super Zeit schon blau, Vegeto. Einmal rot und blau. Da hier können aber nicht so viele Gegner kommen, ne? Super Saiyajin 4.
Super Saiyajin 4になった俺には極限度の体力の大したダメージには何で。始めようじゃないか。究極のサバイバルゲーム。これが私の。ないな、ちょっと待って。 Nein! Ey Junge, ich tue einmal abwehren, ne? Alter, macht der Schaden! Alter, rett mich mal hier jemand! Ich glaube, ich voll kaputt! Ich wäre einmal ab, ne? Und der tut direkt einen aufbleibenden Angriff machen, ey. Das gibt's doch nicht. Super Kamehameha! Was ist das? Oh. Ja. Warte, ich muss aufs Maul. Ich dachte, ich hatte genug. Das ist nicht. Wo ist das? Ich habe nicht gefühlt, dass ich mehr abziehe. Schon wieder falsch gelesen, aber nee. Jetzt mal habe ich ja nicht falsch gelesen. Aber nicht falsch gelesen. Entscheidung war einfach nicht falsch. Nicht gut, dass ihr keine HP verloren hat, aber ich hier voll auseinandergenommen wurde. Gletscher. Ich eigentlich schon die Trophäe, dass ich in jedem Gebiet gekämpft habe, müsste ich eigentlich auch schon haben, ne? Ich schon überall gekämpft. Eisstellung im Gletscher, wow. Das. Vielleicht muss ich wahrscheinlich gegen alle kämpfen, ne? Trunks, GT, okay. Westal, oh, ausgezeichnet. Die stehen einfach nur da. Und sobald ich dahin komme, ne, kriege ich auch eine Fresse. Oh Junge, oh, was ist das? Oh. Das ist auch die Super Seele, bringt es auch nicht so. Wir haben echt so viel Abwehr. Was? Hör auf, mir nur zuzugucken und hilf mir, der Fertig. Als vielfacher Superzeichen macht mir auch nicht mal Kälte unter 6000 Grad. Ach man, hilft mir doch mal hier einer. Ey, ihr seid da sowas von. Also sowas von unfähig ist da eigentlich. Die gucken einfach nur zu. Jetzt lassen sie sich verprügeln. Hi. Jetzt hauen sie voll drauf, ne? Ihr müsst nicht denken, dass er allein reden will oder so, ne? Ihr könnt ruhig mit einsteigen. Und mir hat man auch mal das Grinsen eingeführt. Sieht nicht gut aus. Oh. Ich habe gar nichts gemacht. Weil ich in der Tauste rein. Okay. Also ich greife einmal an, dann kommt er direkt wieder auf mich los, ey. Oh ja. Keine Ausdauer. Sagst du wie you? Puff, 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 puff. Nein. Aua, sagt der mich durchs Haus. Oh, ich krieg die Krise. Tschüss, Bitch Slap. Get the heck out of here. Mich hier weggebitch slapped. Ich glaube, ich werde doch nur in zwei Parts hier machen. Muss ich eben pro Parallelquest 2, also pro Partner 2 immer machen, wie es aussieht. Mehr schicken, mehr geht hier anscheinend nicht. Aber wir sind sowieso im Endspurt. Die DLCs werde ich dann irgendwie machen, wenn sie raus sind. Jetzt nicht unbedingt direkt. Weil die sind ja auch nicht raus, kann ja nicht mehr, also. Boah, oh, Dragon Ball GT habe ich übrigens nie ganz geguckt. Warum auch? Er kam irgendwie 10 Jahre oder so, nachdem ich schon draußen war. Und da ist der Hype dann auch irgendwann weg gewesen. Also ja, tut mir leid. Dann kam es extrem zensiert und voll gecuttet raus. Also zensiert und gecuttet meine ich. Natürlich zensiert, wie man das in heutigen Animes in Deutschland kennt. Und cuttet meine ich, die haben voll viele Sachen ausgelassen. Ich meine, die waren irgendwie im letzten Kampf gegen Super C17 und dann haben sie auf einmal zur Drachensaga hier
Denn hier war noch nicht mal bei Super zu 17, glaube ich. Ich glaube, die waren gerade mitten bei Super 17 in der Saga. Dann haben sie auf einmal bis zum Anfang der Drachensaga gibt. Dazwischen haben sie auch wieder irgendwie so ein paar Sachen ignoriert. Dann haben sie irgendwann Ende gezeigt. Also sie haben, weiß ich nicht, von den 60 Folgen bestimmt nur die Hälfte gezeigt. Auch sein ihr Ganze mit Baby und so, das haben sie ganz gezeigt. Die besten Staffeln haben sie natürlich geskippt. Gewesen bei RTL 2. Bin ich ja und Ultimate, okay. Ist aber nicht so schwer wie die davor, muss ich sagen. Aber gibt es von dir auch eine super Schurkenform? Das könnte vielleicht der letzte Charakter sein. Ja, ne? Aber ist nicht die super Dingensform anscheinend. Weil sonst hätte er so ein Mal. Dann würde er so blau leuchten. Und hätte so ein Mal auf den hat aber nicht. Super Shenlong. Son Gogeta, oder? Super Shenlong ist Level 80. Gogeta ist Level 70. Wem willst du das denn erzählen? Erzähl das mal einen Super Stromschlag. Doch, ob er damit trifft, oder? Nein. Doch ein bisschen. Warte, wer kommt da noch? Ich wusste jetzt. Warum frage ich eigentlich? Oder offensichtlich. Die kommen. Aua. Wuff, ey. Wuff, ey. Oh. Maru, ja, daneben. Da wollte ich nicht, ich wollte mich aufladen. Ah, geh doch mal weg. Na, warte. Er wird schon irgendwas treffen. Komm. Boah. Komm. So ist egal. Was hat? Die Ghetto ist tot. Geh weg. Nimm das. Nimm das. Naja. Das kann auch so. Das tut mir leid für dich. Jetzt bin ich tot. Oh. Oh. Ja, wird wohl als nur zwei Dinger in einem Part. Gogeta, hilf mir. Finde ich gut, danke. Gogeta, hilf mir. Wer auch immer von euch der Dings ist. Hallo? Hallo, kann mir jemand helfen? Mich verarschen? Mach die Quest dann aber nicht nochmal on screen. Ey, jetzt verliere ich schon wieder, weil die so blöd sind und mich nicht retten oder was? Oh. Hallo, hilf mir doch mal einer. Ja toll, wie soll denn das denn? Hi, Gogeta. Ja danke, dass du ich auch mein Scheiß mich zu retten. Ja auch schon zu spät. Ja. Also verlässt du dich einmal auf deine Gefährten, ne? Das ist so ein Scheiß. Die Tiere hier, das ist ja ausgezeichnet. Aber wir haben ja die Mission abgeschlossen, ne? Boah, mach ich aufs Screen nochmal halt. Leider gesehen, gegen wie wir da kämpfen, ne? Also, da verlässt du mich einmal, ne? Einmal. Ich hätte mich auch heilen können, habe ich auch nicht gemacht, weil ich dachte, meine Gefährten werden in der Lage, mich zu retten, aber nein. Ja, was können wir als nächstes? Mirror Tower nochmal, okay. Also, alle Verbündeten überleben, ja. Mein Gott, kriegst du da viel. Okay. Auch verstehen zu lassen, ne? Die Schurken auf. Hey, ist das Haus Dingens? Zeitlimit 5 Minuten? Okay. Gut, dann muss ich sagen, die Mission machen wir im nächsten Part. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse
Oder stand 5 Minuten, ne? Das müssen wir doch schaffen eigentlich. Zeitlimit 5 Minuten, also müssen wir doch eigentlich schaffen dann. Oh, hallo. Na, ich jetzt mal gegen ihn hätten wir als nächstes gekämpft, super. Oh. Nehmen wir ihn und also geht er. Ihn. Ich komme ja auch ein bisschen zu kurz gegen die beiden. Ja, wenn er stand 5 Minuten, dann wird halt wohl, außer es ist so ein Kampf, wo ich gegen Mini-Gegner kämpfen muss, die alle irgendwie mehr Zeit geben oder so. Das wäre ein bisschen doof. Ach, ich habe vergessen, andere Super Seele auszurüsten, was soll's. Das ist eine DLC-Quest, glaube ich, aus dem ersten Teil. Weil da waren die beiden noch DLC-Charaktere. Ich irgendwie Auto, wenn irgendwie ein neues Spiel irgendwann rauskommt und 2 Charaktere irgendwie oder dann irgendwie Charaktere vorkommen, die schon im ersten Teil rausgekommen sind. Leute im ersten Teil dafür bezahlen müssen. Die sind doof. Ja, im dritten Teil auch wahrscheinlich so sein. Ne? Charaktere, die jetzt als DLC da sind. Es wird ein dritten Teil geben, auf jeden Fall. Stimmt. Ja. So, der ist weg. Gegen dir würde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden machen, weil du eine Frau bist, ne? Oder ist er wieder anders? Die Beschreibung. Ich weiß genau, normaler Super Saiyan und so. Da wäre es wieder anders, ne? Macht gegen ihr eindeutig mehr Schaden. War schon. Jetzt kommt wieder die awesome Musik. Ja, mit Spaß einer auf Fresse meinst dann ja. Oh hi, er kommt auch noch mal. Maximale Energie, ja. Was? Schnell war die hinweg. Das war. Na, das kommt mir doch bekannt vor aus dem ersten Teil. Ist er nicht so aufgetreten im ersten Teil? Aber kauf deinen Sohn zu benutzen, um mich wegzuklatschen. Das bestimmt ja. Super Stromschlag in Purple. Ja, der Kampf war einfach. Weil ich den noch dran gehängt habe. Ich? Ja. Sollst du wissen, du hast mich trainiert, unter anderem. So. Gut. War auch geschafft. War einfach. Z, ja, habe ich irgendwie nichts anderes erwartet. Okay. Easy peasy breezy. Er schaffen hat ja noch mit 3 Parallelquests in einem Part im nächsten Folge, in der nächsten Folge. Dann machen wir noch die Expertenquests und diese Eier, die Zeiteier und die Parallelquests aus dem DLC. Einfach. Würde ich sagen, die letzten paar Parallelquests schaffen wir hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.